Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Aufgebrauchvideo für den Monat Februar. Ich habe tatsächlich stark versucht, Produkte leer zu machen, die ich schon länger da habe, die schon ein bisschen älter sind. Habe aber auch versucht, so ein bisschen auch Neuheiten zu testen, gerade auch so was die Masken angeht, weil ich da einfach super viel da habe. Da sind es, glaube ich, so viel ich das jetzt noch in Erinnerung habe, aber auch relativ viele ältere geworden und auch viele, die jetzt letztes Jahr, Ende des Jahres erst limitiert waren. Aber ich möchte in Zukunft so ein bisschen schneller die Neuheiten testen, damit ihr auch eine relativ frische Review dann habt und euch die Sachen halt auch noch nachkaufen könnt. Deswegen versuche ich jetzt gerade momentan die Sachen, die es sowieso nicht mehr gibt, aufzubrauchen. Und ja, es ist relativ viel leer geworden. Ich sage euch am Ende des Videos wieder, wie viel genau leer geworden ist, wie viel Wert und so weiter. Und starte jetzt einfach mal durch und ich starte mit der Kategorie Sonstiges. Da habe ich vier Produkte leer gemacht. Zu einem habe ich hier von Hip solche Feuchttücher leer gemacht mit Mandelextrakt. Die verwende ich sehr, sehr gerne, um bei den Hamstern im Zimmer abzustauben. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, durch das Streu ist da immer relativ staubig und deswegen ja, staube ich da eben auch regelmäßig ab, möchte da aber keine so feuchten Allzweck-Tücher verwenden, sondern verwende da lieber einfach solche Babyfeuchttücher, weil die zu einem nicht ganz so viele chemische Inhaltsstoffe drin haben, aber halt auch nicht ganz so extrem duften. Deswegen ja, finde ich sehr, sehr gut, würde ich mir nachholen. Ich habe jetzt keine mehr da, ich habe jetzt nur noch so feuchte Waschlappen da für Babys und die werde ich jetzt erstmal verwenden und dann werde ich mir die vielleicht auch wieder nachholen, die halt bei mir halt immer relativ lange, weil ich da auch nicht so oft abstaub, hauptsächlich eben nur, wenn ich ein neues Gehege einrichte. Dann habe ich einmal von Evelyn die Augenbrauenformer leer gemacht. Ja, kaufe ich mir auch regelmäßig nach. Sowas hält bei mir aber tatsächlich relativ lange, denn ich habe auch so einen elektrischen Gesichtshaarentferner von Balea. Deswegen brauche ich da nicht ganz so oft diese Augenbrauenformer. Finde ich aber sehr, sehr gut. Habe jetzt den letzten in Verwendung. Hatte jetzt einen von der Stefanie Überraschungspaket noch drin, von der anderen Firma und werde den jetzt erstmal auch noch testen. Aber die von Evelyn finde ich wirklich sehr, sehr schön. Auch relativ unspektakulär. Von Yesa Slip-Einlagen. Letztes Jahr hatte ich die immer im Haushaltsaufgebrauchvideo mitgezeigt. Gehört ja aber eigentlich eher so zur Pflege dazu. Deswegen habe ich es jetzt mal hier mit reingenommen für dieses Jahr. Das sind jetzt die Active Shape Slip-Einlagen. Extra lang. Mag ich gern. Kaufe ich immer wieder nach. Fülle ich um in meinen Behälter, weil das dann einfach schöner aussieht. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und dann einmal noch einen Duschball, beziehungsweise einen Netzball oder einen Massageschwamm, je nachdem, wie es geführt wird. Das ist jetzt der Netzball von For Your Beauty. Nee. Doch, For Your Beauty, glaube ich, heißt die Marke, ne, bei Rossmann. Ja, finde ich sehr gut. Ich mag die von Rossmann auch am liebsten. Habe jetzt wieder einen in Verwendung und auch wieder einen im Backup. Also finde ich sehr, sehr schön. Kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich zwei Seifen aufgebraucht. Und zwar zu einem, das stand in der Küche, von Palmolive, die Schaumhandseife mit Limette. Sowas verwende ich ganz gerne in der Küche, solche zitrisch-frischen Sachen oder eben auch so Schaumseifen, weil das halt dann eben relativ schnell geht. Ich habe jetzt den Sakuta No Touch Seifenspender von meiner Oma noch, den wollte sonst niemand und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den und verwende aber trotzdem währenddessen immer noch so eine andere Seife nebendran, weil ich einfach noch ein paar da habe, die ich gerne in der Küche verwenden möchte und damit komme ich die halt so auch irgendwann mal leer. Ja. Aber den Duft fand ich wirklich toll. Das hat gut aufgeschäumt. Das war ein schöner, frischer Limettenduft. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich weiterempfehlen. Und dann hatte ich im Badezimmer stehen von Isana Velvet Berry die Cremeseife mit fruchtig-süßem Duft nach roten Beeren. Toll. Die liebe ich. Die riecht so, so schön fruchtig und beerig. Und das war richtig, richtig genial. Hab davon momentan jetzt auch das Duschgel in Benutzung. Ich hätte es mir auch fast nachgeholt, aber ich habe noch so viel Seifen da. Und es kommen ja dann auch wieder neue LEs raus. Und vielleicht sprechen die mich auch an. Zudem bei mir im Rossmann so Produkte immer relativ lange stehen. So limitierte Sachen. Deswegen hoffe ich vielleicht, dass ich die Sommersorten entdecke und sehe, okay, da ist nichts dabei und die vielleicht dann doch nochmal nachkaufen kann. Mal schauen, aber die war echt schön. Dann Haarprodukte habe ich sechs aufgebraucht. Und zwar zu einem von Swissopar. Das Shampoo Arganöl, Aufbau und Schwung für trockenes, glanzloses und sprödes Haar und passend dazu die Haarkur.
Hier muss ich auf jeden Fall dazu sagen, ich bin eher ein Mensch, der Haarkuren mag, die dick von der Konsistenz sind. Also die sehr dick sind, damit man die einfach sehr gut einarbeiten kann, damit die nicht von der Hand fließen. Hier ist es so, dass die Haarkur sehr, sehr flüssig ist. Das ist mit einer der Ausnahmen, wo ich sage, das ist für mich vollkommen okay, weil das Produkt wirklich toll ist. Also man muss hier das Shampoo 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Ich shampooniere meine Haare immer zweimal ein. Das heißt, ich shampooniere die ein, wasche es aus, shampooniere es ein und warte dann so 2 Minuten. In der Zeit rasiere ich mich meistens und dann gebe ich die Haarkur in meine Haare und während die einwirkt, das sind so 1 bis 2 Minuten, dusche ich dann meinen Körper ab oder peel meinen Körper. Also die Zeit kriegt man auf jeden Fall gut rum in der Dusche, würde ich sagen. Und ich mag die Reihe. Also ich mag zu einem den Duft ultra gern. Das riecht richtig schön nach Argan. Ich glaube, das gibt es bei Rossmann. Bei Rossmann und ich glaube auch bei Müller. Ich glaube bei DM nicht. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, zumindest nicht online, bin ich der Meinung. Ich mag die Reihe. Ich finde, das macht die Haare sehr, sehr weich und geschmeidig. Die glänzen sehr, sehr schön. Ich mag das wirklich, wirklich gerne und mag ich sehr, sehr gern. Also kann ich definitiv weiterempfehlen. Würde ich auch nachholen. Ist aber für mich auch eher so ein Herbst-Winterduft, weil es halt sehr nach Arganöl riecht. Deswegen wollte ich es jetzt auch noch weg haben. Das gleiche gilt für diese Reihe von Garnier Wahre Schätze. Regenerierendes Shampoo mit Kokosöl und Kakaobutter. Ein normales, widerspenstiges Haar. Auch das ist ohne Silikone, also zumindest das Shampoo. Ich glaube, die Haarkur nicht. Kann ich jetzt auf jeden Fall so auf den ersten Blick nicht erkennen. Ja, kann ich aber gut vorstellen, dass in der Haarkur Silikone drin sind. Auf jeden Fall habe ich hier noch diese regenerierende Tiefenpflegemaske dazu gekauft gehabt. Und ja, mag ich sehr, sehr gern. Der Duft ist toll. Hier ist die Haarkur halt auch wieder sehr dick von der Konsistenz, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag. Ja, und das riecht halt unglaublich toll. Das hat eben so einen Kokos-Kakao-Duft. Richtig, richtig schön. Auch das macht die Haare sehr gut. Hier muss ich aber doch noch eben mit so, ja, so einem Spray oder einem pflegenden Haaröl nacharbeiten, damit ich die Haare wirklich gut durchbekomme tatsächlich. Und damit die dann auch schön glänzen. Aber der Duft ist halt toll. Also ich mag das sehr, sehr gern. Würde mir das auch wieder nachholen. Das sind so Reihen, die ich immer mal wieder gerne so zwischendurch kaufe, weil die einfach gut funktionieren für meine Haarstruktur. Und ich die auch gut vertrage an der Kopfhaut. Da habe ich momentan so ein bisschen Probleme, dass ich viele Sachen nicht vertrage. Deswegen, ja, einmal das. Und dann 2 Einmalhaarkuren. Und zwar einmal habe ich aufgebraucht von Esana aus der Blütenkraft-Reihe. 3-in-1 Haarmaske, Magnolienblüte und Rosenwasser. Frei von Silikon und die ist auch vegan. Und die habe ich von der Doreen im Geburtstagspaket gehabt. Ich habe ja Mitte April erst Geburtstag, aber sie hatte eben den Wert schon voll und meinte, sie schickt es dann gleich weg. Und ich habe das ausgepackt und normalerweise benutze ich dann so Sachen immer erst, nachdem das Video für euch online gegangen ist. Habe ich total vergessen in dem Moment, weil ich einfach nur schnell unter die Dusche wollte und habe eine Einmalhaarkur geschnappt und das war halt dann die. Mag ich sehr gern. Ich bin ja nicht so der Blumenmensch, aber dieser Duft, Magnolienblüte, Rosenwasser, total meins. Ich liebe Rosenduft und hat die Haare auch schön weich gemacht. Ich konnte relativ gut durchkämmen, wenn ich mein Haaröl reingegeben habe und würde ich mir nachholen. Habe ich aber selber tatsächlich schon gekauft für mich. Also, das werdet ihr im März an dem Haul-Video sehen. Und ist eben momentan jetzt die limitierte Variante bei Rossmann. Dann habe ich aufgebraucht von Jean en Laine Dattel Vanille diese Rebuild Haarkur für stark gestrapaziertes Haar. Aufbauend und vegan. Und ich habe davon ja Shampoo und Spülung da und mag die wirklich gerne. Allgemein die Produkte von Jo en Laine, finde ich, machen einen tollen Effekt auf meine Haare. Die Haare sind dann auch sehr weich, sehr gepflegt und. Die Haarkur fand ich echt genial. Ich hatte die anderen Haarkuren von Apfel, Jojoba Apfel und Mandel Vanille, glaube ich, war das. Hatte ich ja auch. Ne, Mandel Keratin war es, glaube ich, ne? Genau. Und die fand ich nicht ganz so gut. Und die fand ich jetzt aber toll. Die war sehr, sehr dick von der Konsistenz her, hat die super einarbeiten lassen. Roch genial. Ich mag sowieso den Duft der Reihe und würde ich mir tatsächlich nachholen. Die anderen beiden habe ich mir nicht nachgeholt, weil die haben mir zu wenig gemacht für den Preis. Die kosten, glaube ich, 1,45 oder 1,95. Dann Gesichtspflege. Habe ich 17 Produkte aufgebraucht. Und zwar muss ich da, bevor ich anfange, ein bisschen was sagen. Ich teste momentan die Produkte von Yepoda. Ich habe die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und habe schon nach so 2 Wochen circa gemerkt, dass ich einige Produkte davon leider nicht vertrage. Ich habe meine Produkte davor eben noch verwendet. Also es ging jetzt relativ am Anfang von Februar, gingen die Sachen alle leer. Und es ist jetzt so, dass ich einiges austauschen muss, weil ich eben die Sachen von Yepoda leider nicht so gut vertrage.
Da kommt aber nochmal ein gesondertes Video online, wo ich euch dann mehr darüber erzähle. Jetzt starte ich aber mit den aufgebrauchten Produkten für das Gesicht. Und zwar habe ich zu einem unter der Dusche ja stehen gehabt von Balea Med, den Ultrasensitive Reinigungsschaum. Da werde ich auch weiterhin die Balea Med Produkte verwenden. Jetzt momentan habe ich ein Waschgel drunter stehen, weil ich das eben noch im Backup hatte. Und ich mag den Reinigungsschaum tatsächlich sehr, sehr gern. Also das ist ein Reinigungsschaum, der meiner Meinung nach so ein bisschen rückfettender ist wie andere Reinigungsschäume. Und ich hatte ja den Isana Pure davor, weil der eben als erstes rausgekommen ist als Reinigungsschaum. Und dann, ich glaube, einen Monat oder zwei danach kam der von Balea raus. Und ich finde, der von Isana hat so einen sehr unangenehmen Duft. Ich finde, der von Balea ist da angenehmer. Der riecht, so wie ich mich jetzt erinnern kann, nach gar nichts. Ich schraube nochmal auf. Was ich halt auch bemerkt habe, ist, dass ich bei Balea Med eben das Gefühl habe, dass die Haut so ein bisschen weicher ist nach der Anwendung. Würde ich mir nachholen, brauche jetzt aber gerade noch meine Waschgel auf. Dann von Balea Med Ultrasensitive Tagescreme. Die mag ich sehr, sehr gern. Die finde ich toll. Ich verwende die aber abends. Morgens creme ich mich meistens nicht ein, weil ich das nicht mag. Da mache ich meistens nur dann mein Gesicht sauber und gebe ein Gesichtswasser drauf. Und das reicht dann vielleicht manchmal auch noch eine leichte Augencreme, weil meine Augenpartie eher trocken ist. Diese Creme ist wirklich toll. Also die verwende ich hauptsächlich eigentlich nur im Herbst und im Winter. Ich werde mir jetzt die Balea Med mattierende Pflege wieder nachkaufen. Die hat dann so eine ganz leichte, also auch weiß und dann so ein bisschen dunkleres Blau, bin ich der Meinung. Die ich eben auch im Sommer dann immer in Verwendung hatte. Und ich mag die sehr gern. Also ich finde die toll. Die pflegt sehr schön, die ist sehr, sehr reichhaltig, aber die ist eben nicht zu fettig für meine Haut. Ich habe eher eine Mischhaut und mag ich sehr, sehr gern. Würde ich mir nachholen. Finde ich klasse. Ebenfalls sehr gerne mochte ich von Balea das Niacinamide Serum. Habe ich am Anfang immer mit meinem normalen Serum gemischt, weil man da vorsichtig anfangen soll. Und habe es dann immer gesteigert und dann am Ende konnte ich es jetzt eben auch einzeln benutzen. Ist parfümfrei für alle Hauttypen und ich hatte schon das Gefühl, dass das mir sehr gut hilft. Einige meinten auch, vielleicht vertrage ich die Yopoda-Produkte nicht, also von den Leuten, mit denen ich so schreibe, wegen den Niacinamiden. Aber das ist ja auch ein Niacinamid Serum, da hatte ich gar keine Probleme mit. Also. Leider, weiß ich nicht, von ein paar Yopoda-Produkten bekomme ich leider Unreinheiten. Wie gesagt, da werde ich aber noch mehr in einem anderen Video dann dazu sagen. Ja, hier dieses Niacinamide-Serum hat so ein bisschen so einen unangenehmen Duft, aber der verfliegt relativ schnell. Das Produkt ist auch, wenn man das jetzt so auf die Haut aufträgt und keine Creme drüber gibt, relativ klebrig. Ich persönlich mache das halt immer so. Ich reinige mein Gesicht, dann Gesichtswasser, dann Serum oder eine Ampulle und dann eben eine Creme. Eine Gesichtscreme. Und halt je nachdem noch Augencreme. Das mache ich momentan tatsächlich auch nicht so regelmäßig. Aber ich merke es auch, meine Augenpartie ist relativ trocken geworden wieder. Und da finde ich, merkt man das dann nicht mehr, wenn man eine Creme drüber aufträgt, dass das so ein bisschen klebrig ist. Finde ich sehr schön, würde ich mir auch nachholen. Und dann habe ich hier von Balea Med, nee, nicht von Balea Med, von Balea das Vital Plus Intensivserum mit Kalzium und Sojaöl. Und das ist so mein Begleiter. Das ist wirklich das einzige Serum, wo ich mittlerweile so sage, das macht wirklich irgendwas für meine Haut. Also ich habe ja, wie gesagt, eine Mischhaut und mag es aber abends dann auch eher reichhaltig. Wenn es aber zu reichhaltig ist, bekomme ich eben schnell Pickel und das ist halt eben das Problem. Hier dieses Serum, vielleicht kann man das hier so ein bisschen an der Pipette erkennen, ist halt eben so ganz leicht, ja, so milchig halt eben. Es hat auch einen Duft. Ich habe jetzt leider die Umverpackung nicht mehr da. Ich vertrage das aber sehr gut. Also ich denke mir so, wenn ein Produkt parfümiert ist, ich das aber super vertrage, dann wechsle ich auch nicht. Und das ist halt ein Produkt, ich trage das auf und das fühlt sich toll an. Die Haut strahlt und wenn ich dann die Gesichtscreme drauf gebe, ist meine Haut morgens wirklich super erholt. Und ich mag das. Ich würde auch das mir wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal von Balea aus dem Adventskalender noch, aus der Q10-Reihe, die Winternachtcreme aufgebraucht. Strafft und stärkt. Das ist so eine dickere, ja, leicht gelbe Konsistenz. Verwende ich tatsächlich nur so für ganz, ganz trockene Stellen in meinem Gesicht. Also immer mal so ein bisschen. Ja, so ein bisschen auf der Stirn habe ich öfters mal so ein paar trockene Stellen oder auch Hals und Dekolleté und dann ist das relativ fix leer, 5 Milter. Wenn ich sowas im Adventskalender habe, brauche ich es immer auf. Ich würde es mir aber niemals in groß kaufen tatsächlich, weil das mir dann einfach zu viel ist für meine Haut. Dann habe ich hier so ein Tiegelchen, da habe ich meine Ampullen drin gesammelt. Ich habe ja den Ampullen-Adventskalender gehabt von Cadea Vera, also aus Müller. Habe ich ja stark reduziert für 9,99 bekommen. Und ich habe da, ich glaube, da waren 8 verschiedene drin. Im 24er und im 6er, meine ich, waren so sehr, sehr, ja,
wo die Haut sehr strahlend machen sollen. Die habe ich erst gar nicht verwendet, sondern weitergegeben. Und den Rest habe ich jetzt nach und nach mal so ein bisschen ausprobiert und eben geschaut, wie ich die so finde. Zu einmal die Vitamin C-Ampulle. Ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie erkennen. Ja, einmal die Vitamin C-Ampulle von Cadea Vera, also aus Müller, wie gesagt. Die war ganz gut. Die roch so ein bisschen leicht zitrisch. Hat mir ganz gut gefallen, brauche ich aber nicht nochmal. Dann einmal hier diese Hyaluron-Booster war auch ganz okay. Die war halt so ein bisschen feuchtigkeitsspendend. Dann einmal, die bewahre ich auf den Schluss auf, diese hier, Rosenwasser. Die fand ich auch okay, roch halt sehr stark nach Rose. Muss man mögen, ja, fand ich in Ordnung. Dann einmal, mochte ich nicht vom Duft her, Chill-Out-Ampulle. Und die Wake-Up-Koffein-Ampulle hat mir auch nicht ganz so gut gefallen vom Duft her. Welche ich aber sehr gut fand, und da habe ich jetzt tatsächlich, hatte nämlich alle einmal aufbewahrt und den Rest eigentlich aussortiert. Und welche ich jetzt halt aufbewahrt habe, weil, also welche ich wieder rausgeholt habe auf meinem Aussortiert-Körbchen, ist diese hier. Das ist die Beauty-Night-Ampulle. Die war richtig gut. Die gibt es auch so zu kaufen bei Müller. Das ist dann diese Ampulle mit diesem blauen, mit dieser blauen Pappverpackung und eben auch so klein, also auch so ein kleines Fläschchen. Finde ich echt toll, das hat mir echt gut gefallen. Das war sehr feuchtigkeitsspendend, sehr reichhaltig. Mochte ich wirklich gerne, mochte ich auch vom Duft her sehr gern und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau, also die habe ich jetzt noch zweimal da, die fand ich echt toll. Die habe ich eben hier in das Tiegelchen gemacht, damit die mir nicht kaputt gehen oder ich irgendwie reinfasse ins Glas. Dann habe ich Augenpads leer gemacht und zwar zu einem. Dreimal die Beauty iPad Mask mit den Herzen. Die finde ich sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, ich mag die Beauty Augenpads. Habe jetzt tatsächlich momentan auch nur noch die da. Und ein paar von Budni. Den Haul werdet ihr auch noch sehen. Und dann zweimal die Beauty iPads hier mit den Engelsflügeln. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier noch eine kleine Probe gehabt, das war meine letzte. Ich habe jetzt aber momentan wieder drei kleine Pröbchen da. Und zwar von Bilenda, Neuro, Glykol und Vitamin C Creme. Das war eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 20. War okay. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr ganz so dran erinnern. Deswegen wird sie okay gewesen sein. Wenn ich sie schlecht gefunden hätte, würde ich mich erinnern. Wenn sie super gut gewesen wäre, würde ich mich dran erinnern. War okay. Würde ich mir aber wahrscheinlich nicht in groß nachkaufen. So, und nach der Gesichtspflege kommen die Masken. Da habe ich auch so ein bisschen was leer gemacht. Zu einem habe ich hier zwei Augenmasken. Einmal von Garnier die Hydra Bomb Augentuchmaske mit Grünteeextrakt. Das sind hier diese, die man so Augen, also außen auf die Augenhaut auflegen soll. Für diese Krähenfußfältchen. Ich muss sagen, ich habe die ganz normal als Augenpads verwendet, also komplett unter die Augen gelegt. Finde ich sehr toll. Ich mag die Garnier Augentuchmasken und würde die auf jeden Fall auch wieder nachholen. Ja, mag ich sehr, sehr gern. War jetzt noch eine alte Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob es die so als neue Variante gibt, aber finde ich sehr, sehr schön. Und dann habe ich hier so einen kleinen Fail. Und zwar habe ich ja diese Garnier Skin Active Augentuchmaske für die Nacht einige Male bei Action gekauft. Und wollte die jetzt verwenden vor ein paar Tagen und habe mich schon voll drauf gefreut, weil ich mag die ja sehr gern. Und mache die auf und denke mir schon, komisch, ist aber sehr trocken und hole die Maske raus und die ist komplett trocken. Also schneid da eigentlich, mache das dann immer so und dann klappe ich das nochmal und schneide dann hier einen Schlitz rein, damit ich halt eben durchschauen kann. Ja, ist aber komplett trocken. Also da konnte ich leider nichts verwenden. Zähle ich aber trotzdem als aufgebraucht. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht mal an Garnier wenden soll, weil das ist ja komisch, dass da kein Serum drin ist. Ich habe auch geschaut, hier ist nirgends ein Loch drin. Schade, aber die finde ich im Normalfall sehr, sehr gut. Dann Crememasken habe ich sechs leer gemacht. Zu einer von Bilenda. Die Produkte gibt es bei Cosmetic for Less. Die Vegan Müsli 2 in 1 Maske und Peeling. Finde ich sehr gut. Mag ich gerne. Kann ich weiterempfehlen. Hier sind drin 8 Gramm. Das hat für einmal gehalten. Für sehr, sehr trockene Haut ist die top. Für meine Mischhaut war die zwar okay, aber ich musste die danach wirklich mit einem Waschgel dann noch abwaschen. Also nur Wasser hat dann nicht gereicht. Ich musste die wirklich mit einem Waschgel abwaschen, dass die nicht zu viel ist. Ich hatte das Gefühl, die war so ein bisschen zu pflegend für meine Haut. Ich habe aber keine Unreinheiten oder so davon bekommen. Deswegen war sie okay. Eine Maske, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch wieder nachbestellt habe, ist von Cadea Vera, die Kiwi AHA Peeling Maske. Finde ich toll. Die ist so grün von der Konsistenz her, sehr dick von der Konsistenz her. Riecht eben schön nach Kiwi. Ich mag Kiwi eigentlich nicht ganz so gerne, aber die riecht sehr gut. Und die kostet halt nur 40 Cent und es sind zwei Anwendungen drin. Also da kann man echt nichts mit falsch machen. Finde ich toll, würde ich auch nachkaufen. Habe ich, wie gesagt, ja auch schon. Dann von Montagne Jeunesse, das hatte ich von der Stefanie bekommen. Chocolate Matt, ja, Maske 20 Gramm.
Kann man für zweimal benutzen. Ich habe den Rest umgefüllt und habe den dann nochmal benutzt. Leider, muss ich sagen, denn ich habe von der Maske extreme Unreinheiten bekommen. Also das war wirklich komplett mein ganzes Gesicht, meine Kinnpartie, meine Nasenpartie, meine Stirn, wo ich sonst nie Pickel habe. Also wenn ich stressbedingt Pickel habe, habe ich es meistens um den Mund rum. Wenn ich Produkte nicht vertrage, ist es meistens um die Nase rum. Aber wenn ich sie komplett gar nicht vertrage, dann spinnt meine Haut komplett. Und das war hier leider so. Leider, weil die Maske war vom Duft her toll. Die hat sich gut angepasst. Also was heißt angepasst? Man konnte sie halt gut verteilen. Die war nicht zu dick von der Konsistenz, dass sie irgendwie so stockt auf der Haut. Die war echt toll und wie gesagt, man konnte sie für zweimal benutzen, aber ich habe sie leider überhaupt nicht vertragen. Deswegen auch zweimal die Schäbenstrutes Meerschlammaske benutzt. Die vertrage ich halt super, die ist gut für Unreinheiten. Kann ich weiterempfehlen, habe ich auch, meine ich, noch 10-mal jetzt da. Dann von The Beauty Mask Company diese Bubble Creme Maske, die ich sehr, sehr gerne mag. Tiefenreinigend, weiße Ton, Erde und Apfel. Mag ich sehr, sehr gerne. 10 ml sind hier drin. Ja, habe ich jetzt auch noch zweimal da. Ich versuche jetzt aber gerade diese ganzen kleinen, so reinigenden Masken leer zu machen, weil ich noch eine große Tube von Muttmaske habe. Ich habe noch eine Tube von Bullrich. Ich habe noch von Yepoda die Detox-Maske und noch irgendwas? Ich glaube nicht, genau. Und ja, die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis die leer sind. Deswegen bin ich froh, dass jetzt so ein bisschen was leer gegangen ist. Dann habe ich hier drei Crememasken, die ich für die Füße verwendet habe. Und zwar einmal die Ruby Chocolate Maske von Balea. Die finde ich sehr schön vom Duft, die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Dann einmal die Avocado Premium Maske von Shavens und die Sleep and Repair Maske von Shavens. Alle drei Masken waren für die Füße toll. Die Ruby Chocolate Maske hier von Balea ist halt nicht ganz so reichhaltig gewesen, war aber halt vom Duft her sehr, sehr toll. Die Avocado Premium Maske war sehr, sehr pflegend, sehr reichhaltig. Avocado-Duft mag ich ja eigentlich nicht, die hat mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Und diese Sleep and Repair Maske war sehr interessant. Die soll man ja eigentlich über Nacht auftragen, auf die Gesichtshaut und dann morgens die Reste abnehmen. Das mag ich aber gar nicht. Habe sie aber auch speziell eben gekauft für meine Füße. Und das war sehr interessant, weil die Maske war so ein bisschen dick von der Konsistenz her. Und wenn man die dann aber eingearbeitet hat in die Füße, dann würde die wie so ein bisschen ölig irgendwie, so ein bisschen wässriger. Und die hat sich komplett anarbeiten lassen, die Füße. Fand ich sehr, sehr schön. Tuchmasken habe ich 12 aufgebraucht. Einmal, ja, wie gesagt, so ein paar ältere auch versucht leer zu machen. Von Apieu gibt es bei BB Cream 24, kann ich euch mal unten verlinken. Die Chocolate Milk One Pack Sheet Mask finde ich super. Ich liebe die. Die ist super weich vom Tuch her. Die riecht super, super toll. Und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr mal irgendwann nochmal bei BB Cream 24 Masken bestellen, je nachdem, wann eben viel verfügbar ist. Dann so ein bisschen ein Flop-Produkt von Alterra, Hyaluron-Tuchmaske mit Duo-Hyaluronsäure und Bio-Traubenkern. Ich mochte die eigentlich immer sehr, sehr gern. Die haben ja dann die Verpackungen kleiner gemacht. Ich weiß nicht, ob die in der Formulierung was verändert haben. Die ist auch noch haltbar. Also ich habe extra geschaut, die ist noch haltbar bis 6,23. Und ich habe die halt eben wie immer einmal durchgeknetet, rausgeholt und drauf gemacht auf die Haut. Das ist schon komisch. Überall solche, wie so Krümelchen. Und das war super unangenehm, weil jedes Mal, wenn ich dann, also wenn ich dann danach das Serum einarbeiten wollte, hatte ich überall so Krümelchen. Würde ich vielleicht irgendwann nochmal nachholen und nochmal schauen, ob das einfach nur war, weil die jetzt länger gelegen ist. Aber so an und für sich fand ich die eigentlich immer sehr gut. Dann war ich am 5. und 6. Februar bei meiner Schwester übers Wochenende und da haben wir dann am Samstagabend hier die Beauty-Effekt-Tuchmaske benutzt, beziehungsweise sie hat eine andere benutzt und ich hatte mir die bei ihr ausgesucht. Und ja, war sehr schön. Also war sehr, sehr schön. Ich habe dann auch online geschaut, ob es die noch gibt, weil ich ja schauen wollte wegen dem Preis und so. Weil ich das immer berechne. Gibt es leider so nicht mehr. Finde ich sehr schade. Der Duft war tatsächlich nicht ganz so meins. Roch relativ stark nach Alkohol. Aber meine Haut war danach so weich. Also die war echt klasse. Dann zwei von Garnier. Auch die hatte ich jetzt schon etwas länger hier. Einmal die Hydrabom-Tuchmaske mit Granatapfel und einmal die mit Kamille für trockene und sensible Haut. Beides Top-Produkte. Ich finde, die mit Granatapfel ist ein Ticken Feuchtigkeitsspender. Die mit Kamille macht so ein bisschen mehr Rötungen weg. Finde ich aber beide toll. Würde ich mir beide nachholen. Ebenfalls sehr, sehr gut ist von Isana die Tuchmaske Berry Dream mit Waldbeerenextrakt. Die habe ich noch dreimal da. Die ist toll. Die ist vom Tuch sehr dünn. Die hat eben so ein Bärenprint hier drauf. Und liebe ich. Deswegen hatte ich die mir eben auch noch einige Male gekauft. Dann einmal von Isana die Tuchmaske Sanfte Reinigung mit Birkenextrakt, Salbei und isländischem Moos. Habe ich ja immer sehr, sehr gut vertragen. Hatte ich jetzt schon zwei oder dreimal, glaube ich, leer gemacht und hatte sie dann einmal nochmal nachgekauft und einmal von der Doreen in einem Paket. Habe sie jetzt noch einmal da und ich habe die leider auch nicht mehr vertragen. Also mein Gesicht war krebsrot danach.
Ich werde jetzt die, die ich da habe, mal nochmal benutzen. Mal schauen, ob das dann besser ist. Dann von It Skin einmal die Coconut Sheet Mask. Toll. Also die It Skin Tuchmasken sind ja echt genial. Ich hatte tatsächlich noch nie eine. Die lag jetzt auch relativ lange rum. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt verwendest du die mal, dass sie weg ist. Weil ich habe mir alles notiert, was ich letztes Jahr auch gekauft habe. Und habe dann eben gesehen, dass ich doch noch so ein paar ältere Masken auch in meiner Sammlung habe. Und die durfte aufgebraucht werden. Dann einmal die Honigtuchmaske von Misha. Die finde ich auch wirklich gut. Da habe ich jetzt noch die Lemon da. Das ist jetzt in einem, also in einem milchigen, nee, nicht in einem milchigen, in einem klaren Serum getränkt. Finde ich toll. Ich mag die Misha-Masken. Gibt es auch bei DM online. Dann bei Rossmann online gibt es von Shining Nature Purity die Fruit Gelato Moisture Mask. Das ist jetzt die mit Kokosnuss. Da gibt es noch andere Varianten mit Quitte und Granatapfel und was es nicht noch alles gibt. Kokosnuss ist so halt ein Duft, den ich einfach immer gerne mag. Und die habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal aufgebraucht. Die letzte ist aber jetzt schon etwas länger her. Und dann zwei Tuchmasken, die sind auch super. Einmal von Apieu, die Banana Sheet Mask, die ist mit Bananen und Honig. Und einmal die Peach Sheet Mask, die ist mit Pfirsich und Joghurt. Auch beides toll. Super Produkte. Kann ich sehr weiterempfehlen. Die riechen beide unglaublich toll. Die schmiegen sich super gut der Haut an. Die pflegen auch richtig schön. Das Tuch ist wieder sehr, sehr weich. Liebe ich. Kann ich sehr weiterempfehlen. Dann. Deos habe ich zwei aufgebraucht. Kommt relativ selten vor, dass ich Deo aufbrauche, weil ich einfach gesundheitstechnisch nicht arbeite und eben zu Hause bin. Und dadurch, dass ich immer zu Hause bin, verwende ich halt eigentlich nur Deos, wenn ich wirklich weiß, ich gehe raus oder ich habe irgendwie einen Termin oder so. Und ich habe jetzt zwei Deos aufgebraucht. Zu einem, weil das hier eben auch relativ leer schon war. Das hatte ich aber meiner Oma mitgenommen. Rexona Shower Fresh schützt auch sehr gut. Ich mag nur den Duft irgendwie nicht. Ich finde, das hat so einen salzigen Unterton. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Fan von. Aber ich habe es eben aufgebraucht. Da war eben auch nicht mehr so viel drin. Und dann einmal Hydrofugal Klassik, hier mit dezentem Duft gegen Achselnässe und Körpergeruch, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, 150 ml sind hier drin. Das habe ich mir auch jetzt nachgekauft bei Rossmann, werdet ihr noch in einem Video sehen. Und zwar gab es da, ich glaube, 33% gratis. Und dann sind es halt relativ große Flaschen. Und ich mag das. Das ist tatsächlich seit langem ein Deo, wo ich sage, ja, finde ich klasse, habe ich mir deswegen auch direkt nachgekauft. Weil das einfach, wie soll ich das sagen, dass schützt einfach sehr gut. Man nimmt das auch wahr vom Duft her, aber halt ist es sehr, sehr dezent und sehr pudrig. Und das mag ich bei Deos tatsächlich ganz gern. Deswegen, wie gesagt, nachgekauft. Und ich bin eine Person, ich schwitze leider relativ stark und da war das wirklich sehr, sehr gut. Handcremes habe ich vier leer gemacht, davon zwei Prübchen. Und zwar zu einem, ja, Dresden Essence, süßer Winterzauber, reichhaltige Handcreme für trockene Hände, Bratapfel, Vanille und Zimt. Das ist eine Handcreme, die ich mir gekauft habe, weil der Duft eben so interessant war. Zieht schnell ein mit Shea Butter und an und für sich ist die Handcreme schön. Also die hat einen sehr tollen Duft. Sehr, 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 sehr toll. Aber, und das muss ich sagen, hier steht drauf für trockene Hände. Für ganz leicht trockene Hände vielleicht schon. Für wirklich trockene Hände oder sehr trockene Hände fand ich die zu wenig. Sie ist schnell eingezogen, sie hat auch toll gerochen. Ich würde sie auch vom Duft her nochmal nachkaufen, aber ja, jetzt erstmal nicht. Der Sommer kommt jetzt dann bald, hoffentlich. Dann Treacle Moon Creamy Winter Dream reichhaltige Winterträume Handcreme mit Arganöl und Baumwollblütenduft. Intensive Pflege für sehr trockene, strapazierte Hände. Ich hoffe, Treacle Moon bringt im Sommer auch eine Handcreme raus, denn die war wirklich gut. Also die war wirklich, wirklich gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Die riecht unglaublich schön, sehr cremig. Sehr, sehr angenehm. Kann ich definitiv weiterempfehlen. Hat einen schönen, angenehmen, cremigen, ganz, ganz leicht, ganz, ganz leichten Duft nach Arganöl. Finde ich toll. Würde ich mir auch nachholen. Wie gesagt, jetzt kommen aber die Sommersachen langsam raus. Dann zwei kleine, wie gesagt, einmal Alverde, die Handcreme Vanille Weidenrinde und einmal das Hand- und Nagelbalsam von Balea. Beides aus den Adventskalendern. Beides war ja hauptsächlich mit Vanilleduft. Fand ich beide okay. Brauche ich beide nicht in groß. Wenn sie aber in Adventskalendern sind, verwende ich die Handcremes eigentlich immer. Dann Duschgel. Da habe ich sechs Stück leer gemacht. Und zwar zu einem. Große Liebe von mir. Große, große Liebe. Isana Creme Dusche. Christmas Feelings. Das riecht nach Spekulatius und Orange.
Wie ihr euch denken könnt, ein super, super toller Winterduft. Also ich liebe ja sowas. Das Design auch super, super schön. Hatte ich, glaube ich, letzten Monat oder im Dezember die Seife leer gemacht. Ich liebe das. Das riecht so, so toll. Ich finde das richtig, richtig gut. Und war seit langem mal wieder eine richtig schöne, wirklich winterliche Winterlee, die nicht irgendwie nach Blumen riecht, sondern wirklich extrem nach Winter. Fand ich genial. Kann ich weiterempfehlen. Dann aufgebraucht habe ich hier von Isana aus dem Geschenkset das Duschgel Granatapfel Zitrone. Ich persönlich finde, das riecht so ein bisschen nach diesen Kinder-Emolkal-Bonbons mit Wildkirsche. Mag ich leider gar nicht. War aber vom Duschgel okay. Also ich habe das ein paar Mal verwenden können, habe das dann auch so ein bisschen als Fußbad noch mit dazugegeben. Ja, war in Ordnung, würde ich sagen. Dann einmal von Jean und Len. Die Cremeöldusche Vanilla Chai, oh, die liebe ich ja auch. Die riecht so, 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 so toll. So ein bisschen traurig bin ich ja schon, dass es leer ist. Ich habe auch überlegt, ob ich es mir nachkaufen soll. Hab's aber gelassen, weil, wie gesagt, ich hoffe, es kommen schöne neue Sommer, ja, LEs raus. Und dann will ich nicht noch was vom Winter dastehen haben. Ich glaube, das wird mich dann noch irgendwie nerven. Ich versuche jetzt eben auch noch so gut wie möglich die ganzen Herbst- und Wintersachen aufzubrauchen. So, ja, ich denke, so bis Ende April werde ich die circa verwenden und dann werde ich wirklich schauen, dass ich so Sommersachen verwende. Finde ich toll, war sehr pflegend, war super, super toll vom Duft her. Große, große Liebe. Dann eins von Tee bei Tete Sept. Und zwar auch das große, große Liebe. Hallo Verwöhntheit, Kakaobutter, Vanille, Macadamia. Das ist eine Cremedusche. Auch die wollte ich mir nachkaufen. Hab's dann aber gelassen, weil ich dachte, komm, nächsten Winter kommen ja auch wieder schöne Sachen raus. Und du willst ja dann auch die neuen Sachen irgendwie testen. Ich liebe diesen Duft. Da gab es oder gibt es einen Badezusatz von. Und den hatte ich auch mal in einem Projekt und hatte ich auch aufgebraucht. Aber ich gehe so, so selten baden, dass es sich einfach nicht lohnt, so eine große Flasche zu kaufen. Und deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es davon eine Cremedusche gibt und habe die mir direkt gekauft und habe sie geliebt. Finde ich toll, sehr pflegend, sehr toll vom Duft her, auch sehr lange halten vom Duft her auf der Haut. Fand ich klasse. Dann einmal Tracamoon Warm Cinnamon Nights, die Duschcreme. Die hatte ich ja auch noch in meiner Pflegekiste. Habe ich jetzt tatsächlich aber nochmal da, weil ich die nochmal gekauft habe bei Rossmann. Ja, ich will sie halt einfach noch einmal komplett aufbrauchen und dann ist dann auch gut. Die Flasche, das sind 60 ml, reicht mir für zwei, ja, meistens so drei, viermal. Eher dreimal, also meistens reicht es mir für dreimal. Finde ich sehr, sehr toll. Kann ich weiterempfehlen. Liebe ich diesen Duft. Dann von The Body Shop hier habe ich dieses Peeling leer gemacht und zwar ist das da Festive Berry, glaube ich, hieß die Variante. Ja, Festive Berry Peeling. Das ist so ein Zuckerpeeling gewesen. Und hier sind 60 Gramm drin. Oder waren 60 Gramm drin. Das ist so ein, ja, geliges, rotes Peeling gewesen. Und ich bin eigentlich kein so Fan von diesen Gel-Peelings von The Body Shop, weil ich immer, ja, das Gefühl hatte, dass die nicht ganz so stark peelen. Das und das Warm Vanilla war jetzt aber echt toll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob die restlichen The Body Shop Peelings auf dieser Gel-Basis auch so gut peelen sind mittlerweile. Würde mich nämlich sehr interessieren, weil ich mag das sehr, sehr gerne. Dann Bodylotions sind es 7. Und ja, da habe ich so ein paar aufgebraucht, wo vollkommen in Ordnung waren. Zu einem diese hier. Balea Bodylotion Magic Forest war pflegender wie andere limitierte Varianten von Balea, war aber jetzt nicht extrem reichhaltig, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich die abends auftrage, ist meine Haut morgens noch butterweich. Das war es nicht. Der Duft war wirklich schön. Ich weiß gar nicht, nach was das genau riechen sollte. Also es stehen bei den Produkten unterschiedliche Duftrichtungen drauf. Ich persönlich fand, es roch so ein bisschen nach warmer Milch mit Honig, so ein bisschen minimal nussig vielleicht. Die Bodylotion fand ich sehr schön. Man durfte aber nicht zu viel Produkt nehmen, denn dann hat sie geweißelt. Da muss man halt aufpassen. Dann eine Bodylotion, die ich mir jedes Jahr aufs Neue wieder nachkaufe oder eigentlich fast jedes Jahr. Jedes zweite Jahr eigentlich. Denn meistens verwende ich den Wechsel mit dem Softölbalsam von Balea. So ein Jahr das, ein Jahr das. Und das ist eben die Cremeöl-Bodylotion mit Mandelöl und Marula-Nussduft. Da gab es ja auch mal ein Duschgel von, das habe ich auch geliebt. Gibt es aber leider nicht mehr. Und die Bodylotion ist toll. Also wenn ihr wirklich sehr, sehr trockene Haut habt und ihr so Nussdüfte mögt, dann schaut euch die auf jeden Fall mal an. Die ist wirklich sehr reichhaltig, sehr pflegend. Tolles Produkt, kann ich weiterempfehlen. Dann einmal zwei Pflegecremes. Einmal diese hier mit dem Pinguin drauf. Die roch halt einfach so ein bisschen ja nach Winter. Und einmal diese hier, You Are Magical von Balea, eben auch, ne, mit dem Eichhörnchen drauf. Die Pflegecreme von Balea, also die mit dem Eichhörnchen, habe ich hauptsächlich so für Knie und Ellenbogen verwendet. Und die andere mit dem Pinguin habe ich halt ja so auch mal für die Füße zwischendurch benutzt. Mal für die Hände, mal für den Körper, je nachdem, wie ich Lust hatte.
Dann auch hier wieder ein Produkt, da sage ich jetzt nicht mehr ganz so viel dazu. Die Body Milk aus der Joyenlen Vanilla Chai Reihe, auch Liebe von mir, ist richtig, richtig toll. Falls ihr die noch irgendwo bekommt und so Düfte gerne habt, dann schaut euch die an. Die ist wirklich, 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 wirklich toll. Auch sehr pflegend, sehr reichhaltig, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich bei meiner Oma auch mitgenommen, da war auch nicht mehr viel drin. Kneipp, leichte Körperlotion Lebensfreude mit Lycea, Kubeba und Shea Butter für normale bis trockene Haut. Zieht schnell ein. Ja, das ist wirklich eine leichte Körperlotion, das zieht super schnell ein. Die hat einen sehr, sehr schönen zitrischen Duft. Ich habe jetzt gegen Ende hin gemerkt, dass der Duft sich so ein bisschen verändert hat. Es ist auch so, dass die, wie gesagt, ja schon relativ gut leer war, aber meine Oma war seit August im Krankenhaus. Und sie hatte die dann nicht dabei. Das heißt, dass die schon länger dort offen stehen muss. Und deswegen langsam fängt sie an, komisch zu riechen. Deswegen, da ist jetzt noch minimal was drin, vielleicht 3, 4 Anwendungen. Aber ich möchte nichts riskieren, deswegen kommt die jetzt so weg. Gilt aber als aufgebraucht, weil ich die doch noch einige Male verwenden konnte, weil sie eben sehr leicht ist von der Konsistenz her. Dann The Body Shop Festive Berry Softening Body Butter. Hier komplett leer, finde ich auch toll. Konnte ich noch einmal verwenden, dann war sie aufgebraucht und sie war fast beim letzten Aufgebrauchvideo schon mit reingefallen. Riecht richtig, richtig schön. Ich mag die The Body Shop Produkte. Ich mag vor allem die Winterl Ace sehr, sehr gern. Kann ich weiterempfehlen. Dann Badezusätze. Habe ich 3 leer gemacht. Einmal Dresden Essence Cozy Love Aroma Schaumbad, gebrannte Mandel und Karamell. Ich verwende die Badezusätze immer für Fußbäder, was so ein bisschen schwierig ist, weil viele Badesalze jetzt auch mittlerweile schäumen und ich habe ja so ein Fußsprudelbad. Wenn ich da halt die Sprudelfunktion anmache, überschäumt das halt irgendwann. Der Duft war jetzt aber wirklich toll. Ja, war echt, echt schön. Aber es gibt jetzt auch neue wieder von Dresden Essenz für den Sommer schon und ja, aber war echt gut. Also wenn das so nochmal rauskommen sollte, würde ich es nochmal nachholen. Dann Dresden Essenz süßer Winterzauber, passend wie zu Handcreme vorhin. Bratapfel, Vanille, Zimt. Wie gesagt, Duft ist toll. Mag ich auch sehr, sehr gern. Und einmal Tee bei Tee de Sept, eine Portion Danke, Granatapfel, Kakaobutter. Auch das fand ich wirklich, wirklich toll. Ja, kann ich auch weiterempfehlen. Wie gesagt, alles für Fußbäder benutzt. Fußpflegesachen habe ich 6 aufgebraucht. Und zwar zu einem eine Fußcreme. Von Avon aus der Footworks-Reihe Haselnuss und Schokolade Revitalizing Cream mit Vitamin E. Ja, ist leer, wie ihr sehen könnt. Und die ist von der Konsistenz her sehr, sehr dick gewesen. Fast schon wie so eine Fußbutter. Oder wie eine Fußbutter eigentlich. Und der Duft erinnert mich sehr, sehr stark an die Balea Body Butter mit Nuss und die Balea Body Butter mit Kakao. Also so eine Mischung daraus. Fand ich echt toll. Fand ich echt, echt toll. Bin ich sehr, sehr traurig drum, dass die jetzt leer ist. Ich habe die aber noch mal im Backup. Werde die dann aber mir auch definitiv aufbewahren auf Herbst, Winter, weil die habe ich auch noch komplett zugelassen und gar nicht erst aufgemacht. Dann einmal Bim Schwamm. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Verwende ich halt immer für meine Füße. Ich mag den von Balea und den von Fußwohl. Den von Müller kann ich nicht so empfehlen. Der ist ja pink und der färbt leider ab. Aber hier der von Balea kann man nichts Schlechtes zu sagen. Dann einmal mein heißgeliebtes Fußpeeling von Balea ist leer. Ich mag das sehr gerne. Das kostet 1,45 €. Das ist sehr ergiebig. Das ist ein Fußpeeling auf Cremebasis, was ich sehr, sehr gerne mag. Und das riecht nach nichts. Ich habe jetzt momentan das Yves Rocher Fußpeeling in Verwendung mit Lavendel. Das ist vom Duft her toll. Ich mag den Lavendelduft von Yves Rocher. Lavendel ist immer schwierig, aber der Duft ist wirklich toll. Das Problem bei mir ist halt einfach nur, dass es relativ schnell leer geht und da halt, ja, ich glaube 75 ml drin sind. Und das halt auch teuer ist. Ich glaube, das kostet 6 oder 7 €. Das Balea kostet 1,45 € und komme ich ewig nicht raus. Deswegen würde ich eher das von Balea wieder nachholen. Habe ich auch schon wieder ein Backup. Dann von Fußwohl 2-mal die pflegende Fußmaske in Socken. Das waren meine letzten beiden. War ja aus so einem Aufsteller von Rossmann. Habe ich dann einige Male noch im Sale ergattern können. Waren, wie gesagt, jetzt meine letzten beiden. Fand ich toll. Die waren echt schön pflegend, schön duftend. Schaue ich vielleicht nochmal, wenn ich im Rossmann bin, ob ich die nochmal bekomme tatsächlich. Und dann einmal von Alverde noch aus dem Adventskalender die Fußlotion mit Vanille und Weidenrinde. Roch genauso wie die Handcreme, also eher nach Vanille. Und ja, war okay. War von der Pflegewirkung her in Ordnung. Habe ich dann meistens etwas dicker aufgetragen. Ja, fand ich okay. Und dann habe ich jetzt noch 2 Sachen für mein Patenkind. Einmal von Tee bei Tee de Sept, Wanda Wildblume, hier dieses Pferd. Das mochte ich sie gern. Das roch nach Erdbeer. Das hat das Wasser pink gefärbt und hat sehr, sehr gut geschäumt. Mochte ich sie gerne. Und was sie auch immer wieder gerne mag, ist hier von Isana Kids die Knisterbäder. Da sind immer 3 Stück drin.
Ich finde das ganz cool, wenn das mal in so einem ja, Plastikbehälter oder Glasbehälter rauskommt, wo man das dann selber so dosieren könnte. Weil ich finde es sehr teuer, 2 Euro für 3 Anwendungen. Und es ist ja nur Knister, es macht ja keinen Schaum, es macht keine Farbe oder sonst. Also es ist ja nur Knister, deswegen finde ich es etwas teuer. Und genau, das war's. Das waren alle Produkte. Ich habe diesen Monat genau 80 Produkte aufgebraucht und genau 10 Produkte davon waren Pröbchen. Die Produkte hatten einen Wert von 146,44 Euro und gekauft habe ich diesen Monat Produkte im Wert von 129,24 Euro. Habe hier also ein Plus von 17,20 Euro. Also mein Ziel ist es immer mehr aufzubrauchen, wie nachzukaufen. Letzten Monat hatte ich ja gar nichts gekauft, weil das, ja, der Januar war ja super voll mit Sammlungen. Und dann habe ich eben alles gesammelt auf den Februar. Deswegen zählt das da jetzt auch mit rein. Und ja, deswegen habe ich schon ein gutes Plus. Ich meine, ich müsste schon so ein Plus um die 230 Euro zusammen haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ja, das war aber wie gesagt mein Video. Top- und Flop-Produkt des Monats ist diesen Monat tatsächlich etwas schwer. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre wahrscheinlich Flop des Monats die Montagne Jeunesse Chocolate Matte Maske. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auf die Schnelle hier wieder finde. Ja, Flop-Produkt wäre das, weil ich da halt wirklich Pickel von bekommen habe. Es gibt zwar, dass ich Produkte mal nicht vertrage und dann, wenn ich sie das nächste Mal verwende, vertrage ich sie wieder. Aber hier war es halt wirklich extrem. Und Top-Produkt des Monats, was fand ich denn besonders gut? Sehr gute Frage. Ja, die Joyen-Len-Reihe hier mit Vanilla Chai und das Tete Sepp Duschgel ist da super. Also gut fand ich tatsächlich vieles. Ein richtiges Top-Produkt, wo ich sage, das brauche ich unbedingt nochmal sofort. Habe ich den Monat tatsächlich nicht unbedingt dabei. Deswegen würde ich da jetzt erstmal nichts raussuchen. Aber ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.